Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zurück in meiner Abnehmshow. Oh mein Gott. Mittlerweile kann die diesen Titel Abnehmshow gar nicht mehr, darf die den gar nicht mehr tragen. Denn seit Monaten habe ich unglaubliche Gewichtsschwankungen, die ich mir überhaupt nicht erklären kann. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich komme nicht deutlich unter 100. Nur als Beispiel. Irgendwann vor ein paar Tagen hatte ich 99, 99,5, 99. Und da ich wusste, dass ich ja heute das Video mache, habe ich gestern ganz bewusst ganz wenig gegessen. Als Beispiel, also ich weiß noch, dass ich habe wirklich 200 Gramm Nudeln, 200 Gramm Nudeln, und die habe ich mit praktisch roh gegessen, also natürlich gekocht, aber nur so eine Maggi-Suppe, weißt du, hier dieses Instant-Pulver. Das hat so gut wie 0 Kalorien. Das ist nur ein bisschen Salz und Gewürze. Da drin habe ich meine Nudeln gemacht. 200 Gramm Nudeln. Weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich dann heute das Video mache, dass ich vielleicht mal wieder sagen kann, hey, ich habe 98 oder sonst irgendwas. Nein, vor 20 Minuten stelle ich mich auf die Waage, 101,8. Hä? Wie? Wie ist das? Wieso geht das? Ich begreife es nicht. Wie kann ich denn eine Gewichtsschwankung haben von 2 Kilo, ohne etwas zu mir genommen zu haben? Ist es das Salz da drinne gewesen? Habe ich über Nacht so viel Wasser gezogen, dass ich jetzt 2 Liter Wasser in mir habe, die ich sonst vielleicht ausgepinkelt hätte? Ich habe da bei Klein wirklich keine Erklärung mehr für. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so. Ich habe ja mal ganz früher gesagt, ich will 100 Kilo und dann will ich stoppen. Weniger will ich nicht. Ich habe so das Gefühl, als wenn irgendeine höhere Macht mir jetzt nicht nochmal 10 Kilo gönnt. Nein, es muss bei 100 Kilo stehen bleiben. Zack. Egal, was ich mache. Warum ist das so? Bitte. Ich werde aber trotzdem nicht aufgeben. Jetzt stehe ich hier gerade im Grün, werde jetzt meinen Morgenspaziergang machen. Ich denke mal, so 5 Kilometer werde ich jetzt wohl gleich laufen. Und dann bin ich so gegen 9:30 wieder hier. Und dann geht es ins Sportstudio. Und dann werde ich mal ausgiebig nochmal trainieren. Also mache ich ja sowieso. Also meine täglichen Routinen, die lasse ich nicht nach. Und ich muss mal gucken. Ich muss mich mal ein bisschen belesen. Woran das liegen kann, dass man über 8 Wochen, obwohl man im Kaloriendefizit ist, nicht wirklich abnimmt. Eigentlich geht das gar nicht. Da muss ich mich wohl tatsächlich noch mal schlau machen. So, aber das war das Video für heute. Ich glaube, das ist sogar Folge 56. Kann das sein? Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, ihr Gatzos. Und deswegen, ja, bis nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.